Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zurück in Contractville. Ja, wir haben ja neue Hauptziele bekommen. Treppe, na gut, ein neues Fahrzeug kaufen, boah, trifft den Riss in einer Mauer, zerstöre eine Mauer. Ich würde sagen, nee, wir müssen hier rein, wir gucken mal in die Mails und dieses Schmücken von Joshua. Ja, ich würde sagen, ist das, was wir machen sollen, ne? Und zwar, hey Kumpel, du hast sicher schon von mir gehört. Ich bin Joshua, der reiche Junge von Port Town. Seitdem ich geschieden bin, wollte ich nicht mehr hier leben. Es gibt viele Erinnerungen. Es hat mich sehr getroffen, mehr getroffen, als ich dachte. Ich möchte diese Wohnung verkaufen und eine neue Wohnung in der Nähe der Stadt ziehen in. Ich habe die Wohnung ein bisschen kaputt gemacht und brauche dich, um sie zu reparieren. Ich denke, ein paar neue Möbel würden ausreichen. Mach dir keine Sorgen wegen des Geldes, wenn du die Sachen kaufst, okay? Ja. Machen wir. Dann würde ich sagen, fahren wir doch einfach mal, Moment, Tür schließen, zu Joshua. Beziehungsweise würde ich ganz gern Möbelhaus, da ist Joshua ganz am anderen Ende. Wir sollen doch Tankstelle. Tja. Kaufe Autos hier. Ich würde gern mal dorthin fahren. Und einfach mal gucken, was so ein neues Autochen kostet, ne? Das machen wir mal, bevor wir zu Joshua fahren. Ja. Vielleicht finden wir ja ein Autochen, was in unser Budget passt. Budget. Ah, und dann können wir nämlich auch gleich mal in die andere Stadt gucken. Ach du lieber. Also hier sind schon so ein paar Gebäude dabei. Uff. Ja, es ist ganz schön schaukelig hier, ne? Kriegen wir schon hin. Ja, dann gucken wir mal. Vielleicht finden wir ja ein kleines Autochen, was vielleicht ein bisschen stabiler in der Kurve liegt, was sich besser navigieren lässt. So, wir sollen hier rechts abbiegen, dann machen wir das doch glatt mal. Jawohl. Und dann düsen wir mal los, ne? Dann sehen wir ja auch mal die anderen Stadtteile, sage ich jetzt mal, ne? Oh ja, hier, gucke. Oh, der hat es ein bisschen eilig, der Wutste. Ja, und nun wirst du langsam. Was soll das denn? Ja, so eine Typen mag ich ja, ne? Ach ja. Und damit ich nicht überholen kann, machst du jetzt hier Stress, oder wie? Mhm. Oh je. Oh ja, das ist doch hier ordentlich, ne? Ich denke mal, dass wir im Laufe der Zeit denn auch hier Aufträge annehmen werden. Jetzt muss ich abfahren, ne? Jo. Guck mal einer an. Nicht schlecht, Herr Specht. Düpp, 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 düpp. Ist natürlich ein ganz schönes Eck hier zu fahren, ne? Und du könntest ja hier vielleicht mal so ein bisschen, ach ja. Ah ja. Jetzt findest du das Tempo oder was. Junge, was ist denn mit dir? Oh Gott. Was ist denn mit dir nicht richtig? Dann lass mich doch wenigstens vorbei. Mann, 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 Mann. War da 50 oder was? So, dann gucken wir mal, du meine Herren. Ja, das ist ja schon ordentlich. Uff, uff. Junge, wie weit sollen wir denn hier noch fahren? Oh nein, auch noch rote Ampeln. Sollen wir jetzt hier rüberfahren? Müssen wir hier warten? Ich will ja nicht geblitzt werden, oder? Was passiert, wenn man hier über Rot fährt? Nichts? Okay. Ach so, und jetzt soll ich hier einfach mal auf die andere Straßenseite fahren, oder wie? Naja, dann machen wir das. Wenn der das sagt. Also das Navi, ich weiß ja nicht. Ist schon ein bisschen speziell.
So, hier sollen wir hin. Aha. Gucken wir mal. Aha. Kommen wir hier auch irgendwie drauf oder rein oder wie oder was? So. Gucken einfach mal. Fahren wir mal hier hoch. Na, komm. Hier ist ein Fußweg. Können wir ja mal machen. Ich glaube, es wäre besser gewesen, hier reinzufahren, ne? Nun ja. Aha. Kriegt man hier sein neues Auto? So. Dann gucken wir doch mal. Kommen wir hier rein? Ah, hier. Oder? Ja. Okay. Das haben wir doch schon. Wo muss ich denn hin? Ach, da. Wahrscheinlich. Grüße. Darf ich... Aha. Soll ich mein Auto hier hinstellen oder was? Aha, Auto, oh Gott. Himbeere? Ach so, das ist dieses Auto. Aha, okay. Es ist halt die Frage, das ist doch viel zu klein. Das ist doch blöd, da kriege ich doch ja nicht alles rein. Ich hätte gern was Größeres. Also so ein Transporter wäre nett. Kinders. Kann ich bitte ein größeres Auto kriegen? Bin ich jetzt hier ganz umsonst hingefahren? Och Mann. Karte. Wir gucken mal. Baumarkt, Autowerkstatt. Kaufstation. Aha. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir doch mal, oh ja, doch dahin. Dann ist das andere tatsächlich nur hier Auto, ne? Dann fahren wir dahin. Habe ich mich wohl vertan? Einmal wenden, bitte. Junge, nur nicht die neuen Karren hier gleich kaputt machen, ne? So, da hätte man auch was auswählen können. Nee, ich will ja ein Transportfahrzeug. Also normales Auto, nee. Ist jetzt nicht so auf meiner Wunschliste. Ich könnte ja mal meine Klappe hinten zumachen, ne? Naja, man kann nicht alles haben. Ups. Oh, das ist wackelig hier. So, jetzt müssten wir es aber gleich geschafft haben. Naja, aber guck mal, da haben wir hier einen schönen Ausflug durch die Stadt gemacht. Das ist doch ganz nett. Wir nehmen auch jede rote Ampel mit, die es hier gibt. Du meine Güte, größer als gedacht hier die Stadt, wa? 1 Kilometer. Oh. Wieder wird eine Ampel rot. Kann doch nicht wahr sein. War der Weg so weit? Oh, guck mal, hier ist mal grün. Auch schön. Ja. Aha. Hier müssen wir rein. Aha. Nee, warte mal. So. Dann gehen wir hier mal rein in die gute. Ja, das sieht doch schon viel besser aus. Aha, was bist du? 64.000. Ja, aber das wäre ja eigentlich so das, was wir brauchen, wa? So ein etwas größeres Pritschi. Was kostest du?
Ja, ne? Hm. 34.000. Oh. Dann würde ich sagen, nehmen wir den. Würdest du mein Auto auch in Zahlung nehmen? Kann man, wo muss ich mein Auto hinstellen, um es zu verkaufen? Was ist hier los? Kein Auto zum Verkaufen gefunden. Aha. Muss ich das da jetzt irgendwie drauf fahren oder was? Wo muss ich denn hin mit meinem Auto? Wie soll ich denn da drauf fahren? Geht gar nicht. Ah. Bist du sicher? Ja. Sehr gut. Hammer. Naja, und da werden wir uns wohl erstmal den kleinen hier kaufen müssen, wa? Weil den großen könnten wir uns leisten. Aber ich weiß ja nicht, wie viel wir für den Auftrag jetzt noch an Geld brauchen, ne? Ich glaube, dann nehmen wir erstmal diesen kleinen hier. Der ist ja doch irgendwie knuffig, ne? So, dann würde ich sagen, gucken wir mal uns das Ganze in Himbeere an. Das ist okay. Platte eingeben. Platte? Senden? Keine Ahnung. So, wir kaufen den jetzt. Zack. Ja. Sehr schön. Ach so, das ist das Nummernschild. Ja, gucke. Guck mal, gleich einen Erfolg freigeschaltet. So, und jetzt darf ich den hier auch so rausfahren. Ja, geil. Treibstoff ist knapp. Na, guck mal, na, der ist doch mal toll. Jetzt müssen wir erst mal gucken. gibt's hier eine Tankstelle? Weil mal die hier. Ja, machen wir das. Hoffen wir mal, dass wir da bis hinkommen. Ja. Du musst jetzt hier mal durchhalten. Vorsicht! Okay. Sie haben überlebt. das ist doch mal ein schickes Fahrzeug hier. Guck mal. Heizt mit 80 durch die Stadt. Oh Mann. Oh, wesentlich angenehmer. Ja, doch. Schade eigentlich. Das kleine Vehikelchen war schon cool, nicht? Oh, guck mal. Man kann normal um eine Kurve fahren. Toll. Bitte, 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 halte durch, bis wir bei der Tankstelle sind. Kann man, wie fülle ich den denn auf, wenn ich es nicht schaffen sollte? Kommt bestimmt irgendwas, oder? So, hier sollen wir jetzt abbiegen. Huch Gott, Entschuldigung. Steht die wieder auf? Ja, gut. So, hier kann man tanken, nicht? So, was muss ich denn hier tanken? Wo ist denn hier mein Tankgedingse? Ach, da unten drunter. Ah, hier. Warte, 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 warte. Einmal so. Ja, vielleicht nicht ganz so dicht dran, war. Wäre vielleicht gut. Aussteigen. Ich wollte mal sagen, das hier war. Die haben ja gesagt. Oh Gott. Oh Gott. Es wurde ja gesagt, dass wenn es der falsche Kraftstoff ist, ne, dass man denn, ne, gar nicht tanken kann. Das haben wir schon eigentlich die ganze Folge damit verballert. Hier, kann man das wieder zumachen? Ah ja. Ich geh mal wieder dran da. Dankeschön. Haben wir die ganze Folge damit verballert, zu tanken. ein Auto zu kaufen. Aber hey, muss ja sein, ne? Rathaus, okay. So, ich würde sagen,
Jetzt fahren wir zu Joshua noch. Können wir gleich mal ein bisschen abchecken hier, wie das Auto hier fährt. Mal noch ein bisschen längere Strecke machen. Guck mal, 40.000 haben wir jetzt noch. Dann können wir ja uns dann irgendwann noch mal ein neues Autochen holen. Und ja, ich finde, dieses Himbeer ist eine schöne Farbe. Kann man doch mal machen. Oh je. Könnte man ja mal. Wenn wir mal ein Bildchen machen. Ja. Man könnte es natürlich auch so machen. Jetzt ist das Licht noch gut, wisst ihr? So. So macht man das eventuell. Ich mache das zumindest so mit den Fotos. Oh, da war doch ein bisschen, ne? Musste langsamer fahren in den Kurven. So ganz so zackig um eine Kurve ist er nicht. Aber gut. Hier sollen wir langfahren? Ach ja, guck mal, jetzt sind wir hier. Oh, hier gibt es sogar einen Fahrradweg. Kann man hier ein Fahrrad kaufen? Das wäre ja auch cool. So, müssen wir mal auf dieses hier. Oh, guck mal, viel angenehmer. Ja. Ach, Kinders, jetzt schleicht doch hier nicht. Ja, der bleibt erstmal stehen. Die haben Angst vor mir, wa? Oh, hier gucke mal. Der ist ja auch toll. Warum bleibt ihr denn hier stehen? Kann da wohl nicht wahr sein. Mann, 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 Mann. Oh, schön. Das gefällt mir. Platte. Okay, Platte eingeben ist also Fahrzeug. Also Kennzeichen, ne? Oh, oh, oh. Nicht zu schnell in die Kurven. Bitte fahren Sie weiter. Dankeschön, Dankeschön. Gucke, da sind wir gleich schon wieder da bei uns, ne? Also ist schon ein ordentlicher Weg, ne? Ist eine ziemlich große Map hier. So, warte mal, wo muss ich denn lang? Erst noch geradeaus oder schon abbiegen? Ne, erst noch geradeaus. Alles klar. Oh, hier ist 60. Gibt's hier Blitzer? Versuchen wir mal ordentlich anständig zu fahren. Vielleicht, möglicherweise. Oha. Hier rein. Okay. Aha. Das ist hier so die Reichenecke oder was? Entschuldigung. Ein bisschen abseits hier. Oh, guck mal, hier kannst du bestimmt ein Haus bauen. So, da sind wir schon. Hier müssen wir hin. Alles klar. Sehr schön. Ach so, warte mal. Können wir uns ja eigentlich gleich mal hier so rückwärts reinhorkeln. Oh Gott! Für Müll und so. Also mal so richtig eine Bremse wäre geil. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, haben wir uns ein neues Autochen gekauft. Haben wir schon wieder ein Hauptzielteil erreicht. Ey. Und dann würde ich sagen, starten wir mal in der nächsten Folge mit unserem Auftrag. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und dabei gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen Tag und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, tschüss.